Bernd vom KI-Campus, der für den Bereich Lernangebote zuständig ist, wird erst eine Einführung geben in Micro-Credentials und Micro-Degrees. Was ist das eigentlich? Was sind aktuelle Initiativen sowie Chancen und Herausforderungen? Ich werde dann den Teil zu digitalen Zertifikaten übernehmen. Ich leite den Bereich Begleitforschung. Da werden wir auch einen kleinen Einblick dazu bekommen. Insgesamt werden wir das auch an einem Anwendungsbeispiel KI-Campus sehr praxisnah präsentieren und gehen danach noch in den Fazit und den Ausblick. Genau, also ich würde dann einfach mal so ein bisschen übernehmen und so ein Stück weit explorieren, worum es sich bei Micro-Credentials und dann eben auch in Programmform Micro-Degrees handelt. Genau, als wir vor 3 Jahren mit dem Projekt KI-Campus begannen, uns damit zu befassen, hat sich relativ schnell in Erstrecherchen gezeigt, dass es wirklich in Europa und der Welt mittlerweile sehr, sehr viele Projekte gibt, die sich mit den Themen Micro-Credentials und Micro-Degrees befassen, dass es allerdings andererseits so ist, dass es ein sehr, sehr diverses Feld ist. Also man hat viele verschiedene Definitionen und Herangehensweisen, wie man das versucht zu nutzen, sei es eben im Hochschulkontext oder eben auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung, und dass es eben keinerlei Vereinheitlichungen gibt, sondern tatsächlich so ein Stück weit einfach ein Explorieren, ein Ausprobieren, wie man solche kleinen Einheiten, und das sind sozusagen erste Definitionsformen, die sich ergeben haben, wie man mit diesen kleinen Einheiten umgeht, beziehungsweise wie sich diese eben auch zertifizieren oder bescheinigen lassen. Und unten sehen wir jetzt so einige oder zwei Zitate auf bundesdeutscher Ebene. Also wir sehen, die HRK hat tatsächlich mehr oder weniger mit Beginn des KI-Campus eine relativ vage, wie ich finde, Definition dann gegeben, dass Hochschulen empfohlen wird, eben dahingehend eben erste Schritte zu wagen und Dinge zu prüfen. Ähnliches findet sich dann eben auch im Koalitionsvertrag im Hinblick auf Micro-Degrees. Und wir sehen dann eben immer, also es wird noch nicht davon gesprochen, dass es tatsächlich einen Einsatz finden soll, sondern dass wir halt tatsächlich in einer Erprobungs- und Prüfungsphase eintreten und uns da meines Erachtens eben auch nach wie vor befinden. Genau. Ja, und ich habe es eben schon so ein Stück weit angedeutet. Erste Definitionsformen weisen eben auch in die Richtung, und das macht es eben auch tatsächlich spannend für zum einen eben Lernplattformen damit zu experimentieren, dass es sich um kurze, kleinteilige Online-Formate, nicht zwangsläufig online, aber kleinteilige Formate handelt, die eben zum Teil eben sich einzeln zertifizieren, granular zertifizieren lassen oder eben im Bereich eben auch Qualifizierungsprogramme. Also da sprechen wir dann über Stackability, da kommen wir gleich noch hinzu, dass sich die Einzelteile dann halt wirklich auch zusammenfügen lassen im Hinblick dann auf Micro Degree-Programme und da reden wir auch ein Stück weit über Personalisierbarkeit, dann Individual Student Journeys beispielsweise, die es sowohl eben im Hochschulkontext, was mit Sicherheit etwas schwieriger wird im Hinblick auf die Qualitätssicherung, da kommen wir auch gleich noch hin, und dann eben auch in Fort- und Weiterbildungskontexten, um da eben auch schon thematisch so ein Stück weit in die Richtung zu gehen, was natürlich für uns eben auch sehr, sehr spannend ist als KI-Campus, dass, wie wir ja derzeit auch sehen, eben relativ viel passiert im Bereich der Entwicklung rund um KI, dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, relativ flexibel dann tatsächlich spezifische Kompetenzen aufzubauen. Genau, also ich habe es gesagt, wichtig, die Buzzwords, die wir hier sehen, eben kleine Lerneinheiten, möglicherweise eben auch easier digestible, hier vielleicht eben auch noch wichtig im Rahmen der Qualitätssicherung, dass wir eben transparente und eindeutige Kriterien eben auch nutzen und festlegen, dass eben auch im Hinblick gerade auf unsere Plattform eben, dass wir da sozusagen dann zumindest grundlegende Standards für uns, für unsere Arbeitsweisen dann tatsächlich auch entwickeln. Genau, und hier mal kurz so ein kleiner Überblick, in Overview nur exemplarisch rausgegriffen, was gerade so passiert im europäischen Kontext. Wir sehen hier Bildungsplayer, also der KI-Campus, auch Teil des sogenannten European MOOC-Konsortiums, wo alle großen Lernplattformen Europas
drin sind, die sich eben mit dem Thema befassen. Wir haben wir haben Hochschulen wie die Leibniz-Universität Hannover, wo wir gleich noch ein kleines Beispiel, einen Ausschnitt sehen werden, und dann eben tatsächlich auch politische Player, ob es jetzt die UNESCO ist oder dann eben, wie bereits erwähnt, die Bundesregierung oder eben auch die Europäische Kommission. Und da vielleicht auch ganz, ganz aktuell, das war halt wirklich so ein Approach, so ein Ansatz, ein Versuch, mal viele oder einige der Projekte zusammenzubringen. Das war eine große Konferenz vor 2 Wochen eben in Barcelona, wo sich einige dieser Projekte eben vorgestellt haben, um dann eben tatsächlich auch Schnittmengen zu erkennen und Möglichkeiten, Formen der Zusammenarbeit eben auch zu finden als Basis. Ja, und wir haben es hier zuvor jetzt gesehen, tatsächlich sehr, sehr spannend eben, dann tatsächlich die Erprobung schon von Micro-Credentials und Micro-Degree-Programmen der Leibniz-Universität Hannover im Rahmen eines geförderten F&E-Projekts mit dem Namen Leibniz AI Academy, wo es tatsächlich darum geht, interdisziplinär und fächerübergreifend eben Spezialisierungsprogramme in Form von Micro-Credentials und eben auch Micro-Degrees an der Hochschule eben auch in anerkannter Form dann anzubieten. Sehr, sehr spannend ist hier tatsächlich eben auch, dass es tatsächlich auch eine Expertinnenrunde der HRK ist, die sich damit in diesem Kontext eben auseinandersetzt. Und für uns ist es eben auch als Partner der Leibniz AI Academy super spannend zu sehen, dass es tatsächlich in konkretere Formen auch versucht wird zu gießen, auch wenn da gleichzeitig noch ein größeres Spektrum vorhanden ist, wie wir sehen. Also auf Micro-Credential-Ebene sehen wir beispielsweise, dass wir da über Leistungspunkte sprechen im Bereich von einem bis hin zu 5. Und auf Micro-Degree-Ebene, hier sehen wir auch ein Stück weit die Stackability dieser einzelnen Module, die da aufeinander abgestimmt werden sollen. Eben da bewegen wir uns dann auf eine Anerkennungsebene von Credits im Rahmen von 10 bis 30. Ja, und im Hinblick darauf ergeben sich sehr, sehr viele Chancen für Micro-Credentials und auch Micro-Degrees, aber gleichzeitig eben auch, und da sind wir eben da, was ich schon, sicher schon skizziert habe im Bereich auch der Herausforderungen. Aber zunächst mal die Chancen sind tatsächlich ja dahingehend gegeben. Also wir werden sowohl im Hochschulkontext als auch im Fortbildungskontext gerade im Bereich KI sehen, dass zeitnah Kompetenzen aufgebaut werden müssen. Beispielsweise generative KI wird in Tools und Features, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, sei es MS Office beispielsweise oder eben im Medizinbereich, Symptomprüfer-Apps oder Befundungstools, die zunehmend eben unseren Bildungs- und eben Arbeitsalltag bestimmen werden. Und da ist eben die Chance, mit sehr, sehr flexiblen, kleinen Lerneinheiten, sehr konkret im Hinblick auf Lernzielen und Kompetenzaufbau, eben auch darauf zu reagieren und diese Kompetenzen halt wirklich feingranular und stackable dann tatsächlich auch aufzubauen. Und gerade im Bereich dann des digitalen Lernens, des selbstgesteuerten Lernens beispielsweise, besteht die Möglichkeit, eine hohe Flexibilität zu generieren in Form von wirklich Mikrokursen, Mikro-Lerneinheiten, die auf Lernplattformen einerseits absolviert werden können, die dann aber auch gleichzeitig, und das sehen wir auch beim KI-Campus, in die hochschulische Lehre integriert werden können, sei es im freien Wahlbereich beispielsweise, wo mit Sicherheit mehr Flexibilitätspotenzial gegeben ist, aber auch in die curriculare Einbettung, wo wir beim KI-Campus erste Piloten tatsächlich auch fahren mit Bildungspartnern. Spannend eben auch, dass es tatsächlich eben innovativ ist. Es sind neue Formate, die sich daraus ergeben, und es integriert eben ein Stück weit auch nicht hochschulische Lernleistungen, also was ich tatsächlich Lernende dann eben nebenbei beibringen, auch im Fortbildungskontext, sei es möglicherweise in kurzen, kompakten Introduction to Python Programming Kurs oder dergleichen, dass es da eben auch die Möglichkeit gibt, wenn wir über dieses sogenannte Prior Learning sprechen, dass es da möglicherweise dann auch perspektivisch Anerkennungsszenarien gibt im Hinblick darauf, dann tatsächlich eben
dann anzuerkennen, ob es jetzt eine Hochschule ist oder eben ein Arbeitgeber, diese Kompetenzen eben noch anzuerkennen und Entwicklungspotenziale zu eröffnen. Diese Chancen führen natürlich dann unmittelbar zu einem Spannungsfeld und demgemäß eben auch Herausforderungen. Und das habe ich so ein Stück weit natürlich sicher schon anklingen lassen, dass über allem sozusagen tatsächlich die Qualitätssicherung schwebt, also Vertrauen in diese Formate, in diese Bescheinigungen, die daraus entstehen, eben auch entstehen zu lassen. Und da fehlt es eben ein Stück weit eben sowohl auf politischer Ebene, fehlt es so ein Stück weit an der kohärenten Politik. Da tastet man sich meines Erachtens so ein Stück weit vor, aber man kommt eben noch nicht zu klaren Aussagen, sondern man ist tatsächlich noch, wie bereits erwähnt, auf dieser Prüfungs- und Explorationsebene. Genau, aber diese nächsten Schritte müssen dann tatsächlich eben auch gegangen werden. Es muss klar definiert werden, was ist beispielsweise tatsächlich der Arbeitsumfang, was sind Möglichkeiten tatsächlich auch der Vergabe von Credits. Da werden wir gleich auch noch sehen. Da gibt es schon erste konkrete Szenarien. Und da wird es eben tatsächlich auch wichtig sein, anhand dieser konkreten Szenarien auch tatsächlich erste konkrete Formulierungen hinsichtlich dieser Mikroformate zu formulieren und da auch meines Erachtens ein Stück weit selbstbewusst voranzugehen. Genau, wir haben das selbst versucht, so ein bisschen zu systematisieren und anhand unserer Beispiele eben auch zu exemplifizieren, anhand unserer Diskussionspaper, die sowohl auf Deutsch und auf Englisch publiziert worden sind von uns, wo wir versucht haben, verschiedene Ansätze zusammenzuführen, die bereits bestehen und sozusagen eine Arbeitsebene für uns zu schaffen, weil wir ja tatsächlich tagtäglich gerade im Lernangebotsbereich Lernangebote entwickeln für unsere Lernenden, eben passgenau im Hinblick auf ein User-Center-Design und da sozusagen halt wirklich eine Arbeitsdefinition brauchen. Und die haben wir ein Stück weit formuliert. Die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Insofern haben wir das eben auch, wie unser Vortrag sicher heute, ein Stück weit zur Diskussion freigegeben. Genau, und damit kommt auch schon die Überleitung zu den digitalen Zertifikaten und auch zu den Micro-Degrees am Anwendungsbeispiel KI-Campus. Einmal noch den Schritt zurückgehen. Warum ist künstliche Intelligenz eigentlich so wichtig? Wir in dieser Runde sind wahrscheinlich schon sehr sensibilisiert für dieses Thema. Wir kennen uns sicherlich auch alle recht gut damit aus, zumindest auch im Bildungskontext. Repräsentative Studien zeigen allerdings, hier mit Blick auch auf Deutschland, eine Studie von 2022, dass in der Gesamtbevölkerung der Begriff auch bekannt ist. Dort werden 90% angegeben, die diesen Begriff kennen. Allerdings kennen davon nur ein Drittel wirklich sich zutrauen, diesen Begriff auch zu erklären. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite auch ein hohes Defizit zu verzeichnen. Bis 2026 fehlen in Deutschland 780.000 Personen mit technischen Kompetenzen, darunter auch KI-Kompetenzen. Das heißt, es ist ein hoher Bedarf vorhanden, tatsächlich sich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Und da können auch Micro-Degrees eine schnellere, flexiblere Qualifizierungsform darstellen. Ganz kurz, was ist der KI-Campus? Wir haben ihn schon oft erwähnt. In Kürze: Der KI-Campus ist die Lernplattform für künstliche Intelligenz. Wir bieten verschiedene Lernangebote an, insbesondere Online-Kurse, Videos und Podcasts, die alle auf unserer Plattform kostenlos und offen lizenziert zur Verfügung stehen. Die Zielsetzung, die wir mit dem KI-Campus verfolgen, ist eine KI-kompetente Gesellschaft. Das heißt, wir wollen KI-Kompetenzen in der Breite fördern, um noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern und ihnen auch die Möglichkeit geben, KI zu verstehen, zu hinterfragen und auch beruflich mitzugestalten. Wie wollen wir das machen? Wir produzieren zum einen eigene Lernangebote. Das sind unsere sogenannten KI-Campus-Originale. Da arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen zusammen, vor allem Hochschulen, aber auch Startups und Forschungsinstitute, die Lerninhalte für uns erstellen. Wir wollen aber auch bestehende, sehr gute Lernangebote sichtbar machen. Das heißt, wir kuratieren auch Lernangebote und stellen diese zur Verfügung. Und relativ neu, wir bauen auch regionale Hubs auf, um auch vor Ort tätig zu sein
Unter anderem ist das der Hub in Heilbronn, wo ja auch die Partnerbühne die Tage stattfindet. Zielgruppen sind Studierende, Berufstätige und lebenslang Lernende, also da auch die breite Gesellschaft, die abgebildet werden sollen. Und hier einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß der KI-Campus mittlerweile ist, ein paar Zahlen, die ich hier auf dieser Slide mitgebracht habe. Wir arbeiten mittlerweile mit über 50 Partnern zusammen für die Entwicklung von Lernangeboten auf unserer Lernplattform. Es wurden mittlerweile über 25.000 Profile auf dem KI-Campus angelegt, also Lernende, die tatsächlich unsere Angebote nutzen. Mehr als 30.000 Downloads und Streams der Podcast des KI-Campus, insbesondere im Medizinbereich, sind wir da auch sehr erfolgreich. Wir haben über 500.000 individuelle Besucher auf der Website und über 2 Millionen Videoaufrufe auf YouTube und Vimeo. Falls Sie noch nicht auf dem KI-Campus waren, hier auch nochmal der QR-Code und der Link, so sieht die Seite aus. Schauen Sie gerne mal rein, falls Sie es noch nicht getan haben. Wir haben auch Schwerpunktthemen, die sich auch flexibel gestalten. Aktuell sind es diese 6, Data Literacy, KI-Grundlagen, Machine Learning, Medizin, Schule und Unternehmen. So, jetzt kommen wir zu den digitalen Zertifikaten auf dem KI-Campus. Derzeit bieten wir 4 verschiedene digitale Zertifikate an. Das sind die Teilnahmebestätigung, Leistungsnachweise, dann noch qualifizierte Zertifikate bzw. kollaborative Leistungsnachweise und Microdegrees. Teilnahmebestätigungen können in allen unseren Online-Kursen erworben werden. Sie sind überall verfügbar. Voraussetzung ist, dass auf mindestens 50% der Lerninhalte zugegriffen wird. Leistungsnachweise und Microdegrees gucken wir jetzt noch ein bisschen genauer an. Zu den Leistungsnachweisen. Ein KI-Campus-Leistungsnachweis erhält, wer in der Summe aller bewerteten Aufgaben eines Online-Kurses mindestens 60% der Gesamtpunktzahl erreicht hat. Also hier geht es tatsächlich darum, auch zu zeigen, dass die Inhalte auch verstanden werden. Wir haben derzeit 3 bewertete Aufgabentypen, Quiz- bzw. H5P-Aufgaben, also interaktivere Aufgaben, Peer-Assessments und Programmieraufgaben. Leistungsnachweise können schon in über 30 unserer Kurse erworben werden. Ein weiterer Ausbau ist geplant. Und wir haben auch kollaborative Leistungsnachweise, das heißt Leistungsnachweise, die wir gemeinsam mit Institutionen vergeben. Hier das Beispiel KI Laura im Medizinkurs, wo dann tatsächlich der Kurs online absolviert wird und dann findet vor Ort noch eine Prüfung statt und diese kann dann für den freien Wahlbereich anerkannt werden. Die digitalen Zertifikate werden auch digital ausgestellt, das heißt, sie können beispielsweise auf sozialen Plattformen geteilt werden. Hier ein Beispiel von Mike, Bescheinigung Dr. Med KI Clinics und Basics. Kann angegeben werden als Zertifikat, wenn auf Nachweisanzeigen geklickt wird, erscheint die Verifikationsseite mit weiteren Informationen zum Leistungsnachweis, beispielsweise das Ausstellungsdatum oder auch das erreichte Ergebnis. Und jetzt kommen wir schon zum spannenden Thema Microdegrees. Genau, vielleicht nochmal, was ganz, ganz wichtig ist, eben auch dieses, auch jetzt wirklich die Anerkennungsszenarien, weil darum geht es uns eben auch sowohl auf Ebene der Micro-Credentials als auch der Micro-Degrees. Wir wollen ja mit unseren Online-Kursen eben auch einen Mehrwert schaffen für die Lernenden, sowohl in beruflichen Kontexten als auch in Hochschulkontexten bestenfalls. Und da versuchen wir eben auch in verschiedenen Qualitätssicherungssystemen zu arbeiten. Und sozusagen diese 60%, dieses grundlegende Setup, was Dana vorgestellt hat, ist sozusagen das Basic Setup, mit dem wir beim KI-Campus arbeiten. Wenn wir aber im Rahmen beispielsweise der Anerkennung von Credits in der medizinischen Fortbildung arbeiten, müssen wir uns natürlich auch in den Qualitätssicherungssystemen der Landesärztekammern beispielsweise bewegen und uns demgemäß auch anpassen. Das heißt, auch da müssen wir flexibel und shiftable sein, wenn wir eben diese grundlegenden Anerkennungsszenarien dieser neuen innovativen Bescheinigungen und Zertifikate hinbekommen wollen. Also da ist tatsächlich eben auch aufgrund dieses diversen Feldes ein Stück weit Flexibilität gefragt. Genau, aber jetzt kommen wir exemplarisch mal zu den Microdegrees erstmal grundlegend zu unserer Definition.
Die haben wir uns ein Stück weit zusammengebaut, wie sich hier sehen lässt. Also zum einen haben wir uns da an der UNESCO auf internationalen Ebene orientiert, auf europäischer Ebene, an der Kommission und dann in Deutschland natürlich, das ist das Feld, wo wir uns hauptsächlich bewegen, aber nicht ausschließlich, mittlerweile auch in der Schweiz, aber da eben den Fokus eben auf dem, was die Hochschulrektorenkonferenz dazu zu sagen hat. Und da sind wir, dahingehend sind wir zu einer ersten Definition oder einen definitorischen Ansatz gekommen, dass wir sagen, ein Microdegree-Programm ist immer eine Aggregation von inhaltlich aufeinander abgestimmteren, kürzeren Lerneinheiten. Kürzer werden wir auch gleich noch dazu kommen. Da haben wir versucht, auch ein Stück weit eine Workload tatsächlich festzulegen für unsere Kurse, auch im Hinblick auf die verschiedenen QS-Systeme, in denen wir arbeiten. Wichtig ist eben, dass immer Lernergebnisse oder ein konkretes Lernergebnis möglichst daran gekoppelt ist, dann eben tatsächlich eben natürlich auch ein Assessment dahingehend, dass abgeprüft wird, beziehungsweise den Lernenden eine Rückmeldung gibt, habe ich das Lernziel erreicht oder nicht. Dann dieses Standalone-Value eines einzelnen Micrograds, was ja eben auch dann diese Stackability ermöglicht und dem gemäß dann eben tatsächlich im Rahmen der Prüfung eine Qualitätssicherung. Und so sieht das ein Stück weit aus. Also wir haben sozusagen beispielsweise einen Mikrokurs, den wir anbieten mit einer Workload von 20 bis 30 Stunden, der dann eben verbunden werden kann mit einem weiteren Kurs, den wir vorgeben. Da wird Dana gleich auch noch ein paar Beispiele nennen. Und sozusagen die verschiedenen Elemente bilden dann eben übergreifend dieses Microdegree-Programm. Man hat dann die Einzelzertifikate und erhält dann am Ende nochmal dieses übergreifende Micro-Degree. Zeitlicher Umfang, ich habe es genannt, insgesamt des Micro-Degrees, da visieren wir 90 bis 150 Stunden an. Wie eben schon erwähnt, wir arbeiten mit der Leibniz AI Academy zusammen. Das ist ein Stück weit ein anderer Approach. Da wird es eben dann zukünftig auch darum gehen, das auszuhandeln, wie wir eben diese verschiedenen Ansätze dann bestenfalls auf dem KI-Campus dann vereinen. Genau, wichtig ist eben, dass alle vier Kriterien erfüllt werden. Man hat die obligatorischen Leistungsnachweise auf der granularen Ebene, und um dann eben das Microdegree-Programm zu erhalten. Genau, im Moment ECTS-Punkte für ein Microdegree-Programm haben wir noch nicht, auch nicht auf Fortbildungsebene, aber da haben wir eben einzelne Micrograds, die beispielsweise von der Landesärztekammer Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz angeboten werden, die wir in den nächsten beiden Jahren im Rahmen des KI Campus 2.0, also der zweiten Förderphase, dann tatsächlich auch mit Creds versehen dann anbieten wollen. Ja, und hier ist tatsächlich ein Beispiel der Universität Mannheim, wie er entwickelt wurde im Bereich der beruflichen Bildung. Hier sehen wir das, wir haben vier Kurse, die aufeinander aufbauen. Wir haben pro Kurs, also pro Micrograd, haben wir eine Workload von 25 bis 50 Stunden, und alle vier Kurse zusammen als Aggregation bilden dann am Ende dieses sogenannte Microdegree-Programm mit einer Gesamtworkload von circa 150 Stunden. Daran orientiert haben wir ein weiteres Beispiel, wo wir eben auch mit den Landesärztekammern daran arbeiten. Das ist die sogenannte Dr. Med KI-Reihe. Das sind im Moment zwei Kurse veröffentlicht. Der sogenannte Basics-Kurs, der Grundlagenkurs, der darauf aufbauende Clinics-Kurs bildet die zweite Einheit. Ethik wird kommen, und dann eben Coders. Was hierbei spannend ist, das ist sozusagen ein Learning Pathway, den wir uns vorstellen. Also Coders, geht es tatsächlich eben schon auch um Code Literacy, daher tatsächlich Zielgruppe stärker Studierende dann im Medizinstudium, die möglicherweise dann auch irgendwann mit Medizininformatikerinnen zusammenarbeiten wollen. Da ist es dann möglich, dass wir im Rahmen der Stackability dann der vierte Kurs dann beispielsweise einen Kurs neben der Uniklinik Bonn, wo es dann eine Spezialisierung in Richtung Radiologie geben wird, oder dann möglicherweise dann mit weiteren Kursen in Richtung Onkologie. Also da versuchen wir eben auch diese Flexibilisierung, die wir ein Stück weit propagieren, dann auch tatsächlich beizubehalten beziehungsweise umzusetzen.
Genau, wir kommen schon zum Fazit und zum Ausblick. Hier lohnt sich nochmal der Blick auf eine Studie, die wir im Februar diesen Jahres durchgeführt haben. Und zwar haben wir unsere Lernangebotserstellenden, also die Institutionen, die für uns die Lernangebote erstellen, befragt und einfach mal wissen wollen, ob sie ihre KI-Campus-Lernangebote denn nutzen und ob sie diese auch mit ECTS-Punkten an ihrer Institution vergeben, was für uns natürlich besonders wichtig ist, damit diese auch in die Breite getragen werden. Und das Ergebnis ist da auch schon sehr erfreulich. Mit unserer kurzen Laufzeit geben schon ein Drittel an, dass sie entweder bereits die Angebote verankert haben, und zwar als Teil eines Pflichtcurriculums oder als Teil des Studium Generalum beziehungsweise einer Verankerung anstreben. Ein Drittel streben dieses nicht an und ein Drittel hat dazu keine Antwort gegeben. Mit Blick auf Micro-Credentials, Micro-Degrees war uns natürlich auch nochmal sehr wichtig zu erfragen, wie hoch denn das Potenzial auch eingeschätzt wird. Hier sagen die Hälfte der Befragten, es ist ein hohes bis sehr hohes Potenzial, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, was auch durch andere Studien unterstützt wird und was wir vom KI Campus natürlich genauso sehen. Fazit, Micro-Credentials und Micro-Degrees haben ein sehr großes Potenzial, insbesondere mit Blick auf Flexibilisierung als Qualifizierungsform im Bildungsbereich auch verankert zu werden. Herausforderungen hat Maike schon skizziert. Unter anderem ist eine europaweite Entwicklung von Standards sehr stark erforderlich. Da gibt es schon erste Ansätze, die wir auch schon vereint haben in unserer Definition. Das müsste jetzt einfach noch systematischer vorangetrieben werden. Ein kurzer Ausblick noch mit Fokus auf den KI-Campus. Was haben wir noch vor in unseren 2 Jahren Förderlaufzeit bis 24. Uns ist es ganz wichtig, eine anwendungsorientierte Erprobung von Micro-Degrees durchzuführen. Wir entwickeln weitere Micro-Degree-Programme, wollen diese dann auch prüfen, evaluieren, auch mit Blick auf Begleitforschung, pilotieren und evaluieren diese auch an Hochschulen. Wir haben verschiedene Kooperationen, beispielsweise an der HU Berlin wird diesem Sommersemester ein erster Kurs starten, der auch mit ECTS-Punkten vergeben wird, und wollen dann da auch die Micro-Degrees testen, unter anderem auch an der Fernuniversität in Hagen. Und wir wollen auch die technische Umsetzung, insbesondere mit Blick auf Stackability, weiter testen. Ein ganz kurzer Blick noch in den Maschinenraum, was wir gerade noch so machen, Work in Progress, hier ein Entwurf. Zeitnah werden auch auf der Webseite die Micro-Degrees hier als Kursreihe dargestellt, als Format zu filtern sein, also neben weiteren Kursen oder auch Videos und Podcasts gibt es dann hier diese Filtermöglichkeit, Kursreihen, die angezeigt werden können mit den verschiedenen Einheiten, die dann dazu zu absolvieren sind, um dann das große Micro-Degree zu erlangen. Ja, und damit bedanken wir uns schon für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns jetzt noch auf wahrscheinlich 2 Minuten Austausch und Diskussion.